In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr von eurem Handy oder mobilen Android-Gerät ganz einfach auf Dateien, die ihr auf eurem Netzwerkspeicher, also auf dem NAS liegen habt, zugreifen könnt. Ich habe jetzt ein QNAP NAS, das wird aber wahrscheinlich genauso mit allen anderen NAS-Geräten funktionieren. Als erstes braucht man mal eine App auf dem Gerät, die das SMB-Protokoll unterstützt. Das wird häufig auch als LAN oder Samba-Protokoll bezeichnet. Ich nehme hier die App Solid Explorer, die kostet einmal 2 Euro, glaube ich, ist aber die ersten 14 Tage kostenlos. Es gibt aber auch andere kostenlose Apps, die das unterstützen. Wenn ich jetzt in die App gehe, kann ich diese Seitenleiste aufrufen und hier sehe ich dann meine Storages oder meine Speicherbereiche, die ich habe, also das ist der interne Memory und die SD-Karte. Und da möchte ich jetzt das NAS hinzufügen. Dazu gehe ich oben auf die drei Punkte und wähle den Speichermanager aus. Hier gibt es jetzt noch nichts eingetragen, deshalb muss ich jetzt hier mit dem Plus eben mein NAS hinzufügen. Hier wähle ich dann LAN SMB aus. Und was dann passiert ist, dass der Solid Explorer versucht, selbst den Server zu finden. Das kann bei euch funktionieren. Ich habe meinem NAS eine feste IP zugewiesen, deshalb kann ich das auch einfach direkt hier unten manuell eingeben. Portnummer 445 ist der Standard für das SMB-Protokoll und normalerweise habt ihr ja auch noch Benutzername und Passwort und ihr könnt auch das Passwort hier jetzt speichern, sodass ihr einfach nur noch draufklicken müsst und Zugriff auf die Dateien bekommt. Es wird dann am Ende ein Verbindungstest gemacht und nur wenn der erfolgreich ist, dann wird auch dieser neue Speicherbereich in den Storage Manager eingetragen. Wenn ich jetzt zurückgehe, kann ich auf der linken Seite diesen neuen Speicherbereich, also das QNAP NAS, auswählen und darauf zugreifen. Und das integriert sich jetzt in den Solid Explorer wie jeder andere Speicher auch. Also ich kann jetzt hier Dateien kopieren, hin und her schieben, verschieben, ja, wie wenn es halt der Speicher vom Handy wäre. Da gibt es sozusagen beim Handling dann keinen Unterschied mehr. Was ihr natürlich beachten solltet, in der Regel ist ja so ein NAS steht das im Heimnetzwerk und ist nicht aus dem Internet abrufbar. Das heißt, wenn ihr jetzt im mobilen Netz seid oder bei Freunden im WLAN, dann habt ihr, wenn ihr da nichts extra für eingerichtet habt, keinen Zugriff auf eure Dateien im NAS.